Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade auf Meinsucht und ich werde heute eine Folge YouTuber vs. Zuschauer mal wieder bringen. Viele von euch haben sich das ja gewünscht und ja, heute ist es eben an der Zeit, dass wir das mal wieder machen. Ich habe es immer auf Twitter gepostet und deswegen sind jetzt einige gerade im Teamspeak und jetzt setzt schon einer sein Hero rein. Das ist interessant. Abge? Ja, hi. Ach du Scheiße, nein. Du bist doch gekommen, was geht ab? Ach du Scheiße. Nicht ach du Scheiße. Hast du Bock zu zocken? Ja klar. Ja? Ach, ich komme gerade nicht auf mein Leben drauf, klar. Okay, so. Tim, oh warte, ich bin genickt, du bist auch genickt. Ne? Hibos kann sich ja auch nicken, glaube ich. Ja, die kann sich auch nicken. Cool, cool. Hi, Abke. Hi. Ich dachte gerade noch so zu meinem Freund. Ich habe erst so gesehen, dass da gerade jemand anders gemoved wird. Ich denke mir noch so, ja, okay, da wurde jemand anders gemoved. Ja, war gerade voll immer auf dem CS gegeben. Ich dachte mir so, Juju. Ja, toll, jetzt bin ich auch noch mal abgestanden, wir wollten nicht gerade wieder weggehen. Hallo? Ich dachte schon, hey, wo bleibt der jetzt? Sonst sind alle mal direkt da, weißt du? Was einfach weg. Aber ist ja kein Thema. Du hast dich genannt oder hast gesagt, dass du deinen Hero-Rang setzen möchtest in der Folge jetzt hier. Ist das richtig? Ja. Ja? Auch wenn ich jetzt nicht der beste Battle-Spieler bin, ich das mein Hero-Rang. Und was hast du für einen Hero-Rang gekauft? Letztes Jahr Ostern, den war ein Jahr lang, oder nee, dieses Ostern. Okay, das heißt, dein Hero-Rang geht quasi noch bis Ostern jetzt, also noch 4 oder 5 Monate. Richtig. Dann machen wir es doch so, falls du gewinnst, mache ich daraus einen Lifetime-Rang, falls du verlierst, verlierst du einfach den Hero-Rang. Was hältst du davon? Okay, machen wir. Gut, ja, dann geht's für dich um den höchsten Rang, den es auf Meinsucht gibt. Und ja, wenn du verlierst, hast du halt eben gar keinen Rang mehr. Also den Hero-Rang halt nicht mehr. Also übrigens, kurze Info an all die gerade zuschauen. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht bin ich deswegen heute ein bisschen, hört meine Stimme komisch an und so. Gib trotzdem mal einen Daumen nach oben, denn natürlich kommen weiterhin jeden Tag 2 Videos. Wir hatten das ja gesagt, an Weihnachten wird das auch durchgezogen, Freunde. Da machen wir keinen Quatsch. Nur, ich merke, dass ich so ein bisschen erkältet bin. Das ist ein bisschen störend, wisst ihr? Vielleicht kennt ihr das aus der Schule oder so. Oh Gott, oh mein Gott, das war... vielleicht merkt ihr es gerade, Leute. Ich bin ein bisschen langsam, weil ich eben jetzt schon wieder 2 oder 3 Tage kein Battles gespielt habe. Und ihr glaubt nicht, wie schnell man das verliert. Also vielleicht kennt ihr es selber, wenn ihr zockt. Wenn man ein Spiel 2 oder 3 Tage nicht spielt, dann wird man direkt richtig langsam im Spiel. Oha, du, was ist das denn jetzt hier? Klack, klack, klack. Mach deine Tastatur nicht kaputt, ja? Ja, klappt hier alles nicht so, wie du möchtest, ne? Ich baue mich einfach rein zu deinem Bett, weißt du was? Das reicht. Nee. Doch, Tim. Das ist ja alles kein Problem, weißt du? Wow, du bist respawned! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, du hämmerst ja richtig auf deine... Oh mein Gott. Der hämmert ja... Oh mein Gott, Alter, wie hämmerst du denn los? Oh mein Gott, Tim. Alter, du hast mir gerade so viele Hits gegeben, du hast locker 20 Klicks gehabt, Mann. Krass. Ja. Jetzt noch, aber wenn ich mein Lieber... What? Oh mein Gott, du hast direkt einen Hit gelandet, nachdem du einen Block hattest. Mies. Ich hol mir deinen Hero-Rang, weißt du? Ich hol mir den. Doch, ich hol mir den. Aber ich hab noch einen Creeper drauf, auf Creeper Games, also... Oha, du hast ja richtig dir gegönnt, Mann. Läuft bei dir. Und auf Bowser King. Alles klar. Ja gut, okay. Ja, Digga. Nein. Oh mein Gott. Ein Herz. Ist das dein Ernst? Du hast doch ein einziges Herz gehabt. Alter. Oh mein Gott. Okay, jetzt weiß ich auch, wieso die ganzen Leute bei YouTuber vs. Zuschauer so angespannt sind. Jetzt kann ich nachvollziehen. Das sagen viele, ne, wenn sie hier sind. Jetzt konnte ich das nachvollziehen, warum die so aufgeregt sind. Jetzt bin ich auf deiner Höhe. Ja. Ist das eine Angel? Danke. Nein! Als ob du gestorben bist. Na, Alter. Oha. Guck jetzt, ich sag's doch, es wird nochmal eng. Raus! Nein. Ja, ich sag's doch, es wird nochmal... Ich hab's ja doch gesagt, es wird nochmal eng. Ach, nein. Du Kleiner! Ja. GG auf jeden Fall. Erzählst du, ja, jetzt habe ich ja eh schon verloren, Whip Hero-Rang, weißt du? Und es war wirklich so, ich dachte, okay, verlieren kannst du gar nicht mehr. Obwohl ich wusste aber, das habe ich schon öfter verloren. Und trotzdem habe ich quasi nicht gecheckt, dass man noch verlieren kann. Kennt ihr das, wenn man so komplett sicher ist, man denkt, man holt das Ding und dann kriegt man voll auf die Schnauze? Genau das war das jetzt bei mir. Aber egal, herzlichen Glückwunsch, du kriegst natürlich jetzt den Hero Lifetime-Rang im Server und ich wünsche dir viel Spaß damit, ne, Tim? Abgelöscht danach sein Minecraft. User was moved to your channel. Hey. Was geht ab? Alles gut. Du willst, dass ich mein Minecraft lösche? Ja.
Magst du meine Videos etwa nicht? Doch, klar, übrigens. Wie soll ich dann noch Videos aufnehmen, wenn ich kein Minecraft mehr habe? Wenn du kein Minecraft machst, das wäre schade, wenn du dein Minecraft löscht. Ich würde trotzdem bis meinen Kanal schauen. Weißt du was, ich zieh dich einfach ab, okay? Ja, was heißt das? Ich mach dich platt in Bad Wars, da muss ich nämlich auch mal Minecraft nicht löschen. Hast du Lust auf eine Runde YouTuber-Zuschauer? Auf jeden Fall. Super, wie heißt du im Spiel? Ich heiße Ben Nocketname. Ich hab absolut nichts verstanden, tut mir leid, kannst du dich kurz umbenennen im TS? Hast du denn schon Rang auf Meinsucht bei NockFNA? Ja, ich hab schon Rang. Du hast Hibo direkt schon? Ich hab Hero, aber der läuft bald aus und ich möchte Hero live dann. Ach so, da war gerade nämlich auch schon einer da, der hat gesagt, er setzt seinen Hibo-Rang, weißt du? Wie lange hast du noch Hibo? Ich hab nicht mehr lange, also ich hab jetzt schon, also normal habe ich Diamond, aber ganz geil, dass Meinsucht 80% gemacht hat und deswegen habe ich gesagt, okay, da kann ich nicht zögern. Und ja, dann habe ich halt gleich mal Hero 3 Monate gekauft, aber halt schade, weil ich möchte den Server einfach unterstützen und halt noch länger den Server spielen und... Ah, okay. Du hast ja gesagt, du willst deinen Skin ändern. Wenn du verlierst, musst du deinen Skin ändern. Wenn du gewinnst, kriegst du den Lifetime-Rang, okay? Okay. Super. Dann würde ich sagen, starten wir, wir spielen online, wir spielen diese Map, die mag ich absolut nicht. Ich kann auch eine andere spielen. Also nee, jetzt ist es zu spät. Weißt du, wenn die Karte dran ist, dann geht es wieder die Karte los. Ich sag dir, Super Mario bin ich, glaube ich, am besten drauf, weil ich dich auch am besten kenne. Von den Distanzen her und so. Okay. Erzähl mal was von dir. Wer bist du denn so? Also, ja gut, ich bin 8 Jahre alt. Du bist 8 Jahre alt, habe ich gerade verstanden. 13, okay. Krass, dass so viele Menschen 13 sind. Leute, kurze Umfrage. Schreibt mal euer Alter einfach in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Würde ich gerne mal lesen, wie alt ihr so seid. Einfach mal in die Kommentare stumpf reinschreiben, wie alt ihr gerade seid. So. Ja, ich spiele... Jetzt kommt wieder, ja, ich spiele Minecraft, was machst du noch? Nein, ich spiele schon sehr lange auf Minesucht. Ach, du spielst lange auf Minesucht, okay. Cool, ich feiere den Server richtig, weil das ist einfach ein geiler Server, wo man, du fasst halt keine Hack. Das finde ich cool. Ja, alles klar, upsala. Und kannst du fast butchen, kurze Frage? Ja, ich kann fast butchen. Butchst du auch fast gerade? Was? Butch, machst du auch gerade fast butchen? Ja, genau! Raus! Oh mein Gott, nein. Jetzt hat er so eine geile Position da. Ja. Nein. Digga! Das kann doch nicht sein, dass ich gerade schon wieder verliere. Oh mein Gott. Oha! Ja, und dann auch noch First Rush. Leute, ich trete mich gerade so auf, dass ich bei YouTuber-Zuschauer so auf die Schnauze kriege. Ja, hier, wo Lifetime Rang hast du dir safe verdient. Muss ich auch nicht umnicken oder umskinnen oder so. Oha. Oh mein Gott. Also, vielen Dank, dass ich nochmal dabei war. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war der zweite Hero Lifetime, den ich heute verspielt habe. Ich würde sagen, wir spielen aber nochmal gegen noch jemanden. Und zwar gegen bei Quadrix 2.0. Und jetzt muss ich alles geben, weil ich will nicht nochmal verlieren. User was moved to your channel. Hallo bei Quadrix. Hallo? Na, was geht ab? Bist du der Echte? Nein. Bist du denn so gut wie der Echte? Ja, kann man so sagen. Okay, wie heißt es im Spiel? Ich mach dich platt. Schokimoki. Also Schoki, ich nenne dich mal so im TS. Super, mach das. Okay. Schokimoki, ich habe gerade mit zwei Leuten um den Hero Lifetime Rang gespielt und habe beide Male verloren. Ich würde sagen, aus Fairnessgründen spielen wir mit dir jetzt auch um den Hero Lifetime Rang. Und wenn du verlierst, musst du deinen Skin changen, okay? Mach ich. Wie lange muss ich das dann machen? Ich würde sagen, so einen Monat, okay? Also wirklich einen Monat musst du durchgehen mit diesem Skin rumrennen. Ist das für dich akzeptabel? Das mach ich. Ja. Machst du, super. Dann werde ich jetzt richtig Gas geben, weil ich habe gerade zweimal so auf die Schnauze bekommen. Ich kann irgendwie keine Blöcke gerade platzieren. Kannst du nicht? Nee, die banken die ganze Zeit weg. Ja, willst du mich pranken? Warum geht das nicht? Nein, wirklich nicht. Ich kann echt keine Blöcke platzieren. Hä? So, dann habe ich jetzt gewonnen. Was? Nächster Spaß, wir gehen in eine neue Runde. Keine Sorge. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob der uns vielleicht prankt oder so, oder vielleicht ein Hacklein drin hat, deswegen backt. Was ist mit der Lautstärke? Weil es war ein bisschen weird, weißt du, der wieder gebaut hat, fand ich irgendwie komisch. Ist alles super mit der Lautstärke, ja? Alles super. Kannst du fast putschen? Ja. Also ich kann es eigentlich safe. Ich mache aber im Moment einen Three-Stack. Ich finde, das bringt. Was ist denn ein Three-Stack? Habe ich zwar schon nie gehört. Was ist das? Das ist so wie One-Stack, bloß das sind 3 Blöcke, dann geht man hoch. Ach so, ich verstehe schon. Ja gut, ich mache meistens auch einen 3-Stack oder einen 4-Stack.
Aber halt nicht mit, nicht so schnell, weißt du? Also ich mach das schnell. Guck immer so, dann geh ich einen hoch, zack, 1, 2, 3, 4, bub, einen hoch. Genau, so mach ich das eigentlich auch. Weil da kann man gut die Wege runter und hochlaufen, weißt du? Das ist ganz angenehm. Ja, dann ist man schneller. Ja, und genau, du bist schon wieder über mir, alles klar. Warum sind denn die Gegner immer... Gott. Okay, gut. Gott ist deaktiviert, was machst du jetzt? Baust du dich echt wieder hoch? Springst du nicht runter? Doch, ah, jetzt springst du wohl. Ja, okay, ich bin schon in deinem Bett, also bringt nichts. Ja, da sehe ich dich schon. Komm herbei, Quadrix. Ich darf jetzt nicht verlieren. Oh mein Gott. Komm mal raus hier. Komm mal zu mir. Komm mal her. Ja. Traust du dich, echt? Ja. Ja, komm, komm. Nein, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Als wenn ich jetzt runtergefallen bin. Ich ja, klar. Hast du mir nicht geglaubt, oder was? Zuerst habe ich gedacht, aber dann... Ich weiß gar nicht, wo geht's denn hier noch so hin? Ist hier irgendwas... Ich glaube, hier kann man leider nicht rein. Ich kenne die Karte so ein bisschen. Also man kann nicht von außen rein, aber es ist ganz cool hier oben. Ja, nur von vorne halt. Guck mal, ob ich irgendwie weiter runterkomme. Das Beste ist, ich wollte eigentlich gerade eben, weil heute Montag ist, dachte ich, dass du dieses Supporter verarschen also da aufnimmst. Und dann habe ich halt dann habe ich mich so genannt und dachte, ich gehe jetzt in den Support. Wusste gar nicht, dass du das aufnimmst, sondern auf einmal werde ich gemoved und ich denke mir so, habe ich gerade richtig gefreut. Achso, du warst gar nicht wegen YouTuber Zuschauer hier, weil ich habe es extra getwittert, sondern wegen Assi-Supporter heute. Ich habe und ich habe so gesehen, dass alle sich so genannt krass. Haben. Dann habe ich mir so gedacht, hä, nimmst du jetzt wirklich auf oder nicht? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich mach's einfach nicht, dass du nicht aufnimmst. Ja, komm doch jetzt, Mann! Trau dich doch! Was machst du denn da? Du musst mir kurz Cobwebs machen, dann komm. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. So, jetzt geht's. Ah, hallo? Nein! Ah! Ich dachte, ich kann dich überraschen, während du kaust, weißt du? Aber hat nicht geklappt. Leider überhaupt gar nicht geklappt. Oha, irgendeiner spielt bei dir Flöte. Läuft. Nee, das ist nicht Flöte, das ist Klavier. Sorry. Echt? Nein, warte mal, ganz kurz, stehen bleiben. Ja, und er hat auch noch einen Cobweb dabei. Hatte die Abgabe. Ja, genau, er hat auch noch einen Cobweb dabei. Das hätte ich mir gar nicht gekauft, wenn du vorhin nicht gesagt hättest, er will jetzt Cobwebs. Ja, er wollte auch noch reinrennen. Oha. Was? Ja. Boah, zum Glück. Oha, das war echt ein bisschen Glück, weil sonst wäre ich jetzt gleich richtig am Arsch gewesen. Ja, genau. Geh doch mal weg jetzt. Es reicht. So, ich muss versuchen, ein bisschen runterzukommen. So jemanden habe ich noch nie gespielt. Du bist so am Abdrehen. Auch vor dir war einer, weißt du, der hat so rausgeklickt. Hat alles gegeben, was er konnte. Okay, ja. Ja, genau. Ja. Was ist denn los heute? Freunde, ohne Scheiß. Die Folge gerade dreht mich echt so ein bisschen auf, weil ich gerade einfach so schlecht spiele. Ich habe das Gefühl, ich habe voll Pech. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich gerade einfach schlecht bin. Jetzt geht auch noch ein Klavier bei dir los. Ja, genau. Ich sag's dir, in dieser Folge lenkst du mich mehr ab, als ich sonst die Zuschauer. Sonst sagen immer alle ja und abgestellt immer komische Fragen und verwirrt alle. Aber die ist gerade so hardcore. Ich sag dir, ich könnte noch Copyright-Strike. Nee, ist kein Problem. Finde ich richtig lustig. Alles gut. Okay, gut. Wow, ja. Genau am A. Ja. Ja, zum Glück. Jetzt muss ich es machen, jetzt muss ich es reißen. Nice. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. GG. Okay, ich bin jetzt gerade richtig angepisst, Freunde. Wenn ich noch eine Folge aufnehmen soll, schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben dafür. Dann spielen wir wieder um solche Hero-Ränge. Du kriegst natürlich auch deinen Hero-Rang. Oh Gott, im Hintergrund geht es ganz so ab. Oh mein Gott, ich freue mich. Freunde, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr noch eine Folge aufnehmen wollt. Du kriegst natürlich jetzt direkt den Hero-Rang. Habt jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin gerade echt richtig sauer. Ich werde safe noch eine Runde aufnehmen in den nächsten Tagen. Auf meinen Sucht. Haut rein, bis dann und ciao.